dazu. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Antrag, das muss ich schon sagen, der Linken weist eigentlich in zweifacher Hinsicht humoristische Elemente aus. Neben dem Inhalt finde ich es bemerkenswert, dass Sarah Wagenknecht hier noch in trauter Eintracht neben Janine Wissler als Mitzeichnerin steht. Ich finde, die Heute-Show hätte es nicht besser machen können. Und Gleiches gilt natürlich für den Inhalt Ihres Antrages. Schön ist auch zu beobachten, dass im Geiste die Linken-Fraktion, die man hier ja schon quasi ab Grünen rüber bis zu den Linken ziehen muss, im Geiste eigentlich gleich ticken. Und das ist traurig und gefährlich zugleich. In Perfektion führen Sie vor, sehr verehrte Kollegen der Linken, Sie sind weiter die Partei der Enteignung, der Umverteilung und der Zerstörung der sozialen Marktwirtschaft. Ihr pathologischer Neid hat längst sämtliche Anstaltsregeln hier im Hause zerfressen. Letztlich wollen Sie die Optionsverschonung und die Regelverschonung nach 13a und 13b sowie die Abschmelzungsregel nach 13c und die völlig praxiserprobte Verschonungsbedarfsprüfung bei Großerwerben nach 28a abschaffen. Regelung, meine Damen und Herren, und das sei Ihnen hier vor allen Dingen auf den Tribünen gesagt, wenn Sie die Märchenstunde der Grünen und der Kollegen hier gehört haben, Regelungen, die in der Vergangenheit Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland erhalten haben, viele Betriebe vor allen Dingen in Eigentümerhänden belassen haben, die die sicheren und besseren Hände für Arbeitnehmer sind. Und damit, hören Sie zu, weil Sie verteilen ja gerne, ohne dass Sie noch wissen, wo es herkommt. Lübeck ist ja ein schönes Beispiel für den Niedergang. Und das passiert mit Deutschland irgendwann auch, wenn die Sozen hier so weitermachen. Damit sind Steuerzahler und Steuersubstrat erhalten geblieben, liebe Bürgerinnen und Bürger. Steuersubstrat, das viel Gestaltungsmöglichkeit für Bund, Länder und Kommunen bietet. Vor allen Dingen erwirtschaftet das Steuersubstrat. In dieser Hinsicht ist die linke Politik aller Parteien hier so wie immer. Man sägt gerne den steuerlichen Ast ab, auf dem man sitzt. Ebenso, und dieser Seitenhieb, liebe Kollegen der CDU-CSU, kann ich Ihnen hier nicht ersparen, wären viele Unternehmen ohne diese Regelung wahrscheinlich so tollen Investoren wie BlackRock anheimgefallen, für die ja Herr Merz bis vor kurzem noch tätig war. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Stärke Deutschlands, das sind die klassischen mittelständischen Familienunternehmen. Und das, was Sie hier planen, ist ein Anschlag auf diese Struktur hier in Deutschland, liebe Kollegen der Linken. Aber diesen zwei Sachen haben Sie wahrscheinlich auch nicht verstanden. Wie schlecht Ihr Antrag aber ist, obwohl er so kurz ist, das räumen Sie dann tatsächlich in dem letzten Satz ein, indem Sie sagen, eine Ausweitung der Tilgungs- und Stundungsmöglichkeiten sollten hier entsprechend berücksichtigt werden. Stundungsmöglichkeiten in Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft unter Inflation, Bürokratiewahnsinn und einer Rezession leidet. Meine Damen und Herren, man kann der deutschen Wirtschaft auch letztlich wirklich noch den Todesstoß mit dieser Maßnahme versetzen. Demgegenüber, und es ist ja überhaupt nicht diskutiert worden, auch das ist Ihre gelebte Demokratie hier im Hohen Hause, hat die AfD einen Antrag gestellt, der so einfach wie genial ist, der den Verbleib von Familienunternehmen in Familienhänden schützt, nämlich die Erbschaft und Schenkungssteuer abzuschaffen. Ich weiß, dass das wieder die linken Reflexe und die Neidreflexe hier hervorruft. Aber meine Damen und Herren, und das sei den Bürgern gesagt, sie erleben es doch täglich, wenn eine Straße neu gebaut werden soll, eine Brücke in NRW neu gebaut werden soll. Alle Parteien, die schon länger hier sitzen, sind in den letzten 20 Jahren an Überbürokratisierung getreu dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, schuld. Deswegen ist dieser Antrag genau der richtige. Weg mit dieser sozialen Neidsteuer, meine Damen und Herren. Die Erbschaftssteuer ist letztlich eine Substanzsteuer, die nicht auf die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen abstellt. Aber mit diesem Argument des Sozialneides scheint hier in den letzten 20 Jahren in diesem nach links gerückten Land von Ultralinken bis leider auch in Teile der CDU jeder Antrag auf Umverteilung möglich zu sein, meine Damen und Herren. Ich sage ganz einfach, wer diesen Kurs und diese Politik ändern will, der sollte sich Sonntag schon aufmachen und ein Zeichen für ein besseres Land, für weniger Bürokratisierung setzen und in Sonneberg unseren Landrat Robert Sesselmann wählen. Denn der längste Weg benötigt einen Anfang, meine Damen und Herren. Setzen Sie den und stimmen Sie unserem Antrag, meine Damen und Herren von der CDU-CSU, zu. Nächste Rednerin ist Claudia Raffnel-Hüschen für die FDP.